Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Make-up-Look von mir. Heute gibt es einen Valentinstags-Make-up-Look. Morgen haben wir ja Valentinstag und deswegen würde ich sagen, fangen wir an mit dem Make-up-Look. Ich habe jetzt als allererstes meine Augen eine Base aufgetragen. Ich wollte sagen, gebased. Gibt's aber nicht. Und anschließend habe ich meine Base abmattiert. Und ja, dann fange ich an mit einem schönen warmen Braunton, den ich dann in der Lidfalte auftrage, damit wir einfach einen schönen Übergang haben. Die Farben passen ja heute sehr gut zu meinem Hintergrund und auch zu meinem Oberteil. Und es sind wirklich sehr, sehr schöne Töne. Das sind eine meiner Lieblingsfarben, ihr wisst es ja bestimmt. Und jetzt trage ich erstmal in der Lidfalte diesen Ton auf. Und dann nehme ich einen Blush von MAC. Ich weiß aber jetzt nicht, wie der heißt. Ich werde dann die Farbe auch nochmal in der Lidfalte gezielt auftragen, um einfach noch einen schöneren Übergang zu kriegen und den Farbverlauf ein bisschen verschönern. Dann nehme ich einen altrosanen Lidschatten von MAC und einen Blenderpinsel, der ist von Sigma. Und verblende einfach nochmal die Übergänge mit diesem Ton, damit wir einen schönen Farbverlauf kriegen. Und das verblende ich dann einfach in kreisenden Bewegungen. Und jetzt fange ich mit der dunklen Farbe an. Ich nehme hinten so einen schönen dunkelroten Ton und den trage ich außen auf und innen. Und damit wir einfach diesen schönen Effekt nur in der Mitte haben. Ihr kennt ja bestimmt diese Make-up-Looks. Ich liebe diese Make-up-Looks, wo einfach hinten und vorne ein bisschen dunkler sind und in der Mitte dann ein bisschen heller. Und jetzt nehme ich auch nochmal einen Blush von MAC. Der ist so ein bisschen dunkel. Bordeaux sieht man jetzt nicht richtig in der Kamera. Und trage das dann auch über dieser Farbe auf. Jetzt kommen wir wieder zum Verblenden. Dafür nehme ich wieder meinen allerersten Pinsel. Da ist noch ein bisschen von diesem schönen braunen Ton drauf. Und dann verblende ich das ein bisschen. Und jetzt trage ich einen Eyeshadow Pen auf von Kiko. Die Farbe habe ich jetzt auch nicht im Kopf, wie immer. Aber ich schreibe euch alles nochmal in die Infobox rein. Und dann trage ich meine Pigmente auf. Die Pigmente sind von MAC und einer ist von Criollard. Ich habe die Farben ein bisschen gemischt, weil die andere Farbe mir ein bisschen zu rostig war. Und das hier einfach ein bisschen dunkelrot ist. Ich wollte aber diesen Roséton haben, wie man sehen kann. Danach nehme ich nochmal diesen schönen dunkelbraunen oder dunkelroten Blush und verblende einfach nochmal die Übergänge. Ich gehe nochmal mit ein bisschen dunklerer Farbe rein, damit wir schöne Verläufe haben. Und es soll jetzt auch nicht zu krass sein mit dem Verlauf. Also wirklich nur so einen schönen, leichten Verlauf von hell auf dunkel. Und jetzt trage ich meinen Eyeliner auf. Der ist von Smashbox. Ich liebe diesen Eyeliner. Der ist so schön intensiv. Also wenn ihr einen Eyeliner sucht, dann kauft euch auf jeden Fall diesen hier. Ich werde mir den jetzt auch demnächst nachkaufen. Der ist von Sephora, von Smashbox? Nee, Kat Von D ist der. Das ist dieser Tattoo-Liner. Und jetzt trage ich meinen Concealer auf von NARS. Das sind wirklich meine Lieblings-Concealer. Und ich trage das in zwei Farben auf. Also ich mische die Farben immer. Einen etwas wärmeren Ton und einen etwas gelblicheren Ton, damit wir einfach einen schönen Highlight haben. Jetzt wird das Ganze verblendet mit einem Schwämmchen, der ist von Real Techniques. Jetzt habe ich es mal richtig ausgesprochen. Und dann trage ich meinen Loose Powder auf. Das trage ich dann auch mit einem Schwämmchen auf von MAC. Der ist richtig super zum Fixieren von Loose Powder und so weiter. Weil ich finde, damit kann man wirklich sehr sauber arbeiten und sehr gezielt und es bröselt nichts runter. Und anschließend werde ich jetzt noch ein bisschen mein Gesicht abpudern mit meinem MAC Studio Fix NC35, benutze ich zurzeit, weil ich ja nicht gebräunt bin. Was wäre ein Make-up ohne Augenbrauen? Das sage ich jedes Mal. Das sieht einfach immer so komisch aus ohne meine Augenbrauen. Also ich kann ohne Augenbrauen gar nicht raus. Und jetzt trage ich meinen Augenbrauenstift auf, erst von NYX. Und dann habe ich mein Anastasia Beverly Hills, diese Dip Brow Pomade aufgetragen. Ich weiß aber nicht in welcher Farbe, weil mein Augenbrauenstift leer ist. Ich muss mir wieder einen kaufen. Und jetzt fangen wir an mit dem Konturieren, wie immer mit meinem Lieblingsbronzer von Benefit, der Hoola. Ich finde den wirklich super. Ich trage den so oft. Ich habe den mir auch schon so oft nachgekauft. Und gerade benutze ich einfach wirklich sehr gerne den hier. Und für ein bisschen mehr Bronzer nehme ich noch den Make-up Forever. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Habe ich mir auch in Amerika gekauft. Ihr könnt aber auch den Give Me Sun nehmen von MAC, falls ihr den habt. Das ist wirklich sehr ähnlich vom Farbton. Damit wir einfach ein bisschen mehr Bräune haben. Man sieht es auch sehr schön in der Kamera. Das verleiht einfach eine sehr schöne Farbe.
Okay, dann tragen wir jetzt meinen Blush auf. Ich nehme jetzt den Melba von MAC. Den trage ich auch wirklich sehr gerne und sehr oft, weil er einfach zu jedem Augen-Make-up passt, finde ich. Und er ist sehr dezent, aber auch ein bisschen frisch. Also wirklich eine sehr schöne Farbe. Dann kommen wir zu den Lippen. Die Lippen werde ich jetzt mit Spice erstmal umranden. Das ist auch einer meiner Lieblings-Lip-Liner. Der ist wirklich wunderschön. Und als Lippenstift habe ich den Cherish aufgetragen von MAC, weil ich heute so ein bisschen diesen Nude-Ton haben möchte mit einem dunkleren Lip-Liner oder ein bisschen bräunlicheren Lip-Liner. Und drüber gehe ich nochmal mit einem Lippenstift von Makeup Forever. Der ist so ein bisschen Korall und es gibt den Ganzen einfach noch ein bisschen diese Frische und es sieht wirklich sehr gut aus mit dem Augen-Make-up und harmoniert auch wirklich sehr schön. Jetzt wird die Nase noch konturiert. Natürlich darf das auch nicht fehlen, bei mir zumindest. Ich finde, das macht so viel aus. Und wenn ich die Nase nicht konturiere, denke ich mir, oh mein Gott, wie breit sieht deine Nase aus? Das geht gar nicht. Und jetzt werde ich noch meinen Highlighter auftragen. Das ist die neue Palette von Zoe Eva. Die ist so wunderschön, Leute. Die müsst ihr euch auf jeden Fall angucken. Ich werde mir jetzt auch demnächst für mein Studio bestellen. Dann könnt ihr die auch bei mir im Studio kaufen. Und der Highlighter ist auch wirklich sehr schön. Was ich richtig gut finde, die Farben sind sehr gut pigmentiert. Und jetzt trage ich auch einen Highlighter auf am höchsten Wangenknochen. Und der ist von Lorac. Das ist, glaube ich, der, Opal Highlighter. Den trage ich dann auch im inneren Augenlid, also im Augenwinkel auf und auch ein bisschen am unteren Wimpernrand. Weil ich werde heute den unteren Wimpernrand nicht betonen, einfach damit der Look ein bisschen frischer aussieht. Kommen wir endlich zu meinem Lieblingsteil und zwar zu den Wimpern. Und ich werde jetzt natürlich Wimpern aus meiner Kollektion auftragen. Das sind die Wimpern Fairuz und die sind wirklich perfekt für diesen Look geeignet, weil ich erstens nur oben den Eyeliner habe und die einfach so diesen schönen Cat-Eye-Look verleihen. Und die Wimpern sind wirklich einer meiner Lieblingswimpern, also gefallen mir sehr, sehr arg. Und ich trage jetzt die Wimpern auf. Nächste Woche kommt auf jeden Fall noch ein Video, wie man richtig Wimpern aufträgt. Keine Sorge, ich habe extra eins gedreht für euch und das kommt auch wirklich schon sehr, sehr bald. Und nachdem ich jetzt die Wimpern aufgetragen habe, gehe ich nochmal mit dem Eyeliner ein bisschen drüber, damit wir den Kleber einfach ein bisschen abdecken. Und zum Schluss wird jetzt noch die Mascara aufgetragen. Die ist auch vom Benefit und das ist wirklich eine super, super tolle Mascara. Werde ich euch dann auch alles verlinken in der Infobox. Habe ich jetzt bestimmt schon 5-mal erwähnt. Ich hoffe, dass euch dieser Look hier gefallen hat. Wenn ja, dann hinterlasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit einem neuen Video. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!